Froschiges, hallo draußen, willkommen zu einer weiteren Folge Sky PvP auf Nerux. Und ich weiß, dass es scheiße lang her ist, dass mal auf Nerux mal wieder was kam. Aber wenn ich mal auf Nerux aufgenommen habe, Junge, dann waren da so viele Hacker, das ist einfach ekelhaft gewesen. Und so kann man einfach nicht spielen. Wer meinen letzten Stream gesehen hat oder irgendwann vor ein paar Streams, da war alles Hacker verseucht, moin Donne. Und ich sollte mal ein paar Freesteller zeigen. Ich zeig mal eher so kleine wichtige, also hier Erde. Voll wichtig, also für Skyblock hier, Dia-Schuhe. Also ist halt direkt in der Mitte. Ist einfach easy zu erreichen, weil hat mich der Jamal live gefragt. Hier sind dann die Enderperlen. Da zeige ich mal kurz. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Goldäpfel sind. Boah, das ist schon so lange her. Ne? Ich bin ja wirklich mehr so wirklich krass aktiv auf Nerux. Dementsprechend tut mir das leid. Und ich hoffe, dass wir auch einen Gegner bekommen. Okay, da liegt eine Blume. Oder was auch immer es ist. War eine Blume, ja. So, gehen wir mal auf Donen. Sondern auf Donen gehen. Hier sind Steinziegel, falls wer das braucht. Ah, doch, mir fällt jetzt ein, wo die Goldäpfel sind. So, auf jeden Fall. Fangen wir auch mal direkt an. Und zwar habe ich mal gedacht, ich mache Skyblock mal bald wieder weiter. Wäre, ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, oder, Leute? Und das Ding ist halt, mir fallen keine Ideen ein. Und mir fällt auch ein, ich habe wieder keine Sky-PvP-Challenge. Also keine Challenge genommen. Aber auf jeden Fall hier sind die Goldäpfel auf der Schneeinsel. Ist auf jeden Fall ziemlich einfach zu finden. So, easy. Dann kämpfe ich jetzt einfach gegen den Typen hier. So, der ist down, oder? Nee. Schade, auf 3,5. Der leckt rum, aber ist mir jetzt egal. Weil ich will endlich mal einen Kampf haben, Junge. Weil ich habe immer Gegner auf Nerux, die machen... Die sind einfach nur... keine Ahnung, was... Weiß, die machen nur. Ich habe einfach kaum Gegner auf Nerux. Und wenn halt der BTD-Clan, der hat sich, glaube ich, aufgelöst und der wird mich eh nur 3-1. Das ist halt auch kacke. Ich hoffe, der Gegner ist auch nicht so gut, was auch gerade so aussieht. Ist auf jeden Fall chillig. Grüße auf jeden Fall an YOLOMC259, falls du das siehst. Und chillig, dass du dann auch gegen mich kämpfst. Und Junge, ey, das hat mich noch gewundert, dass hier bisher noch kein einziger Hacker war, ne? Das ist halt voll, das wundert mich echt krass. Alles klar, greif noch Donner an, damit es gleich zum Tour 1 wird für dich. Okay. So. So, sein Helm ist down. Donner, greif mich doch nicht an, Junge. Ah, der Typ, der ist anscheinend noch nicht so gut. Das finde ich, ist zwar nicht schlimm, aber ist chillig für mich. Wirklich. So, jetzt sind seine Schuhe down. Du greifst mich an, Junge, dann komm auf mich. Los, komm, Daniel XX. So, komm. Komm, komm, komm. Komm. Ja, Mann, da ist er down. GG auf jeden Fall. Und, yo, Luke, tauschst du auf. Ops. Ne, ich tausche keine Ops. Aktuell. Aber am Ende des Videos gibt es auch wieder was zu gewinnen. Ja, sagen wir mal, wer auf Nerux die spielt, der kann jetzt einer SVA 3 gewinnen. Quasi ein Godkit, nur mit 64 Ops. Und mit 3 Speed 2 und 3 Stärke 2. Wer es gebrauchen kann. Ja, kann es gebrauchen. Tour 1 ich mal mit Donne, wie es sich gehört. Wie ich immer Tour 1 werde. So, mir dann Speed trinken. Ah, ich muss gleich auch wieder fixen. So, ein Free Kill. Noch ein Free Kill. Zack. Mann, irgendwas wollte ich jetzt ansprechen. Ja, stimmt. Ach so, ja, wegen Skyblock, ne? Bitte schreibt mir da mal Ideen in die Kommentare. Und wer noch irgendwie eine Top-Base für Endfight hat, wer da mitmachen möchte, einfach in-game dann schreiben. Ja, Luke, ich habe eine schöne Base. Also, wenn ihr meint, die ist schön. Und, dann schreibt mir die gerne. Und da habe ich einen Speed 8 Min getrunken. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. So, Props auf jeden Fall an mich. Dann kriege ich nochmal eine Stärke 2 jetzt. Vielleicht eine kleine Verschwendung, aber ist mir auch egal. Und, yo. Übrigens auch danke für 3300 Abonnenten. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde, man sollte sich immerhin bedanken, wenn man schon kein Special macht. Ich mache, wenn überhaupt, so Specials bei den 1000er mittlerweile oder bei 500er Marken quasi. Also, auf weitere 100 Abos. Freue mich auf jeden Fall, dass so viele dazugekommen sind in letzter Zeit. Und, ja, nochmal dazu, warum ich jetzt nicht mehr fast gar nicht auf Nerux spiele. So Sky-PvP-technisch halt, ne? Hat halt den Grund... macht halt aktuell wirklich, finde ich, keinen Spaß auf Nerux. No hate an Nerux, ist eigentlich ein geiler Server. Aber es fuckt auch dezent ab mit den Hackern. Weil hier ist auf, Dings auf, Sky PvP ist, soweit ich weiß, gar kein Anti-Cheat drauf.
Und das ist halt ein bisschen scheiße. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare kommen. Oh, Luke, komm auf meinen Server, da mein Anti-Cheat. Black Ray. Also wie man sieht, hier, die haben weder Zeus, weder AC, noch NCP, noch Spartan. Ich weiß nicht, was noch für NCPs, was heißt NCPs, Anti-Cheats gibt. Dementsprechend, ja. Und generell hier im PvP ist eh nichts los. Ich bezweifle auch, dass was in der Arena was los ist. Aber es ist halt leider so. Und übrigens, die Videos werden jetzt alle 1 bis 2 Tage kommen, damit das klar ist. Ich habe aktuell nicht wirklich Motivation so auf Daily Uploads. Und ist auch ein bisschen stressig und will da auch nebenbei noch ein bisschen zocken. Ja, dann würde ich aber schon sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da. Also wenn auch irgendwie Godkit gewinnen will, inklusive 64 Ops plus 3 Stärke 2 und Speed 2. Einfach ein Like da lassen, euren Ingame-Namen kommentieren und mich abonnieren. Und die viel PvP Premium Auflösung wird im nächsten viel PvP Video kommen. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Haut rein. Hallo. Ciao.